Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Android. Heute machen wir die Floating Buttons und ja, wir haben uns die letzten zweimal damit beschäftigt, wie wir so eine wunderbare, schöne, scrollbare Liste haben. Und jetzt können wir natürlich hier einfach auch noch sagen, okay, irgendjemand gefällt meine App ganz wahnsinnig gut und hier unten gibt es so einen kleinen Button, wo man draufklickt und dann kann man da irgendwie liken oder sowas. Dafür hat Google ihr eigenes Tool sozusagen zur Verfügung gestellt, die nennen sich Floating Action Buttons. Und diese Floating Action Buttons sind wirklich nicht so kompliziert. Im Prinzip haben wir schon das meiste gemacht. Also ich glaube, die meiste Zeit geht dafür drauf, dass ihr hier diese Liste habt und tatsächlich auch was, was man scrollen kann. Android.support.design.widget.floating-action-button liefert euch euren Action-Button. Jetzt eine kleine Anmerkung für alle, die das komplette Tutorial verfolgt haben. Das wird wunderbar funktionieren. Das heißt, ihr werdet das alles wunderbar machen können. Aber für die Leute, die das erste Mal jetzt einschalten, wir brauchen, wenn wir den Floating Action Button aus der Support Design Library wollen, dann brauchen wir hier in dem Build Gradle, den findet ihr hier, wenn ihr unter Gradle Scripts geht, Build.Gradle müsst ihr anpassen, das hier. Das heißt, ihr braucht hier oben Version 23 und vor allem braucht ihr hier diese Design Library. Also ihr müsst die mitkompilieren, sonst funktioniert da gar nichts. Okay, wen es genau interessiert, es gibt noch zwei Videos vor diesem Video, die sich genau mit derselben App hier beschäftigen. Aber ja, im Prinzip ist das alles. Okay, wir wollen jetzt hier also den Floating Action Button irgendwie ein bisschen cooler machen. Und was wir jetzt als erstes brauchen, ist ein Floating Action Button. Also so ein Bild tatsächlich. Und das meiste wird eben mit Bildern gemacht. Also da haben mich schon Leute angefragt, wie man denn solche coolen Buttons macht. Der Trick ist einfach, entweder holt ihr euch aus dem Internet oder ihr erstellt selber welche mit Photoshop. Vielleicht mache ich tatsächlich mal eine Photoshop-Playlist oder sowas. Mal gucken. Vielleicht gibt es da ja sogar Interesse von euch. Lasst es mich wissen. Genau, aber wenn ihr es aus dem Internet holen wollt, dann würde ich euch eine Seite empfehlen, nämlich speziell von Google gibt es die Seite design.google.com/icons. Ike Favorite oder sowas. Also generell, hier könnt ihr einfach mal durchscrollen. Tatsächlich durch alle diese ganzen Dinger. Man sollte allerdings nicht mehr als einen Floating-Button nehmen. Sonst, ja, ist es nicht ganz so geil. Dieses Ike Favorite ist tatsächlich der Button, den ich benutzt habe. Aber ihr könnt auch einfach mal alle anderen durchgucken, was ihr hier braucht. Je nachdem, teilweise macht es mehr Sinn, irgendwie so ein HTTP oder keine Ahnung, ein Hourglass oder sowas zu benutzen. Aber ihr könnt die tatsächlich benutzen und die sind echt cool. Okay, wenn ihr so ein Icon runtergeladen habt, dann werdet ihr das irgendwie in Drawable reinkopieren wollen. Also was ihr im Endeffekt bekommt, ist hier sowas. Ihr habt einen Ordner und beziehungsweise eine ZIP-Datei, die könnt ihr erstmal entpacken. Ich glaube, das weiß jeder, wie es geht. Ansonsten schaut euch meine anderen Videos an, da wird es irgendwo erklärt. Und hier bekommt ihr dann den Ordner Ike Favorite Black. In unserem Fall brauchen wir natürlich Android, gibt es aber auch für Web und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir hier, HDPI hat einen Button und so weiter und so fort. Was wir tatsächlich damit machen wollen, ist, wir wollen sie nicht in den Drawable-Ordner, sondern in den MipMap-Ordner. Hier sehen wir, der Icon Launcher, der hat hier auch dieses HDPI, MDPI und so weiter und so fort. Das heißt, wir kopieren die jetzt praktischerweise da rein. Dazu gehen wir in den Ordner, der für die App zuständig ist sozusagen. Müsst ihr mal gucken, wo das bei euch ist. Kann man einstellen in den Optionen. Bei mir ist es Home Morphize Tools, Floating Buttons and Recycler Views, wobei das hier der Name der App ist. Also in meinem Fall wäre der Ordner, der mir angezeigt wird, Home Morphize Tools. So, dann habt ihr das hier. Und jetzt könnt ihr hier tatsächlich die Sachen reinkopieren, indem ihr hier einfach auf App geht. Unter SRC und Main findet ihr tatsächlich dann den Res-Ordner und hier eben diese passenden Ordner hier. Das heißt, da einfach die ganzen Bilder reinkopieren und ja, wir sehen hier schon den Icon Launcher, den könnt ihr übrigens auch ersetzen, dann kriegt ihr einen anderen Launcher, aber ist nicht so wichtig. Hier einfach die Sachen reinkopieren. Okay, ich pausiere euch einfach mal währenddessen, weil das müsst ihr mir tatsächlich nicht zugucken. So, nachdem wir das gemacht haben, sehen wir hier unter MipMap einen neuen Unterordner mit dem Icon Favorite Black 24 Density Pixel.png HDPI und so weiter und so fort. Also quasi alles, was wir haben wollen. Super, jetzt können wir dieses Bild setzen, also quasi für den Floating Action Button ein Bild setzen. Das machen wir, indem wir sagen Android Doppelpunkt SRC und hier kommt dann einfach die Datei rein. @mipmap. Und das gibt euch quasi den Ordner an, also der MipMap-Ordner hier. Und jetzt nehmt ihr hier das IC Favorite Black Icon. So, das war's schon. Jetzt gehen wir weiter und sagen App Doppelpunkt,
Doppelpunkt Fab Size, also quasi wie groß der Button ist, Mini oder Normal. Wir nehmen jetzt hier mal Normal, wir wollen den Button ja auch schließlich gut sehen können. Dann sagen wir, der Button bzw. generell das Layout, also der Floating Action Button, soll dem Layout entsprechen, und zwar Layout Height, Wrapped Content und Android Doppelpunkt Layout Width, auch Wrapped Content, damit er nicht zu groß wird. So, jetzt sehen wir ihn schon mal hier, er wird rosa, witzigerweise, und hier an der Seite zeigt euch sogar das Icon an, ist ziemlich geil, oder? Gut, jetzt wollen wir den natürlich nicht unbedingt da links oben stehen haben, sondern wir wollen ihn unten rechts stehen haben, also hier, wenn man dann weiter scrollt, dann bleibt er auch da unten. Und was man dazu macht, ist einfach, man sagt Android Layout Bodenstrich Gravity. Na, wird mir natürlich wieder mal nicht vorgeschlagen, das heißt, ich muss es tippen. Android Doppelpunkt Layout Gravity ist gleich. Und hier rein kommt jetzt Bottom, damit er unten bleibt. Und dann ein komisches, so ein hoher Strich. Und dann Right. So. Also diesen hohen Strich bekommt ihr, wenn ihr Alt GR drückt und dann die Taste links neben Y. Keine Sorge, das funktioniert schon. Okay, und jetzt sehen wir, wo der Button wieder hingekommen ist, nämlich hier unten rechts. Sehr geil. Jetzt kriegt der Button auch noch eine ID, aber die ist jetzt, wobei, halt nein, er kriegt keine ID, er kriegt einen Anchor. Das ist was anderes als eine ID. App Doppelpunkt Layout Bodenstrich Anchor. Das bedeutet, an was ist er festgemacht? Das heißt, an was soll er gebunden sein? Also wenn ich hier durch meine Liste scroll, dann soll der Button ja weiterhin da unten rechts rumschimmeln. Und deswegen muss ich den natürlich erstmal mit meiner Liste irgendwie verbinden. Und das mache ich, indem ich hier sage, App Layout Anchor, also mein Anker quasi, ist eine ID, Add ID. Und zwar, welche ID? Naja, dieselbe ID wie hier oben, also List. Das heißt, er ist jetzt mit der Liste verbunden. Jetzt sieht es wieder so aus, als wäre er hier oben, was nicht so geil ist. Ja, jetzt müssen wir ihn wieder hier unten hinschieben. Das heißt, wir sagen App Doppelpunkt Layout Anchor Gravity ist gleich. So, und jetzt wieder mal die Gravity einstellen. Bottom, Right und Ende. Damit er unten rechts bleibt. Okay, also nur die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, damit ihr die auch immer parat habt. Okay, und jetzt können wir natürlich noch vielleicht ein bisschen Margin einstellen, weil so ganz direkt unten rechts ist ein bisschen doof. Deswegen sagen wir, Margin Left ist, 12 Density Pixel und der Margin, der Margin, was war das andere, Bottom? Ist auch 12 Density Pixel. Ups, die wollte ich nicht kopieren. Okay. So, und für die ganz komischen Handys, die vielleicht nicht wirklich damit klarkommen, mit der Layout Gravity und so weiter und so fort, da sagen wir dann Android Layout Parent. Ups, Layout Bodenstrich. Natürlich, es findet es mal wieder nicht. Also Align Parent Bottom ist gleich true, das bedeutet, wir schieben ihn nach Parent unten hin und dann natürlich nicht nur Bottom, sondern auch End. Okay, so, das waren die ganzen Einstellungen für unseren Floating Action Button. Jetzt schauen wir uns den doch tatsächlich mal in live an, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, hier muss nicht irgendwie was Besonderes sein. Ihr könnt dem Button auch wieder eine On-Click-Methode geben und so weiter und so fort, das wisst ihr ja alles mittlerweile, wie es geht. Und wenn man das dann ausführt, dann hat man hier unten rechts so einen kleinen Action-Button stehen. Und wenn ich hier weiter scroll, dann bleibt der da unten drin, was echt geil ist. Okay, und ja, dieser Button, der bleibt da jetzt einfach und wartet darauf, dass ihn jemand klickt, was ihr mit einer On-Click-Methode durchaus machen könnt und dann zum Beispiel ein Facebook-Like oder sowas automatisch generieren könnt. Okay, ist irgendwie Mode geworden, deswegen, ja, ich habe da auch eine Anfrage gekriegt und dachte mir, das muss ich doch glatt mal zeigen. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.